Hallo und herzlich willkommen zu Mini Motorways. Wir sind heute in zwei Autos unterwegs. Ganz viel Spaß, wir sehen uns gleich. Hallo Florentin! Hallo, hey, freut mich. Hallo gerade, hallo. Hey. Ich bin heute Beifahrer, ich sitze heute mal hinten. Ich bin auf dem Rücksitz heute mal. Ja. Aber wir sind trotzdem im gleichen Auto immer noch und haben natürlich die Türen sperrangelweit offen für alle Zuschauer, die mitkommen wollen auf diesen heißen Ritt. Ja, ja, dann habe ich ja was komplett Falsches im Cold Open erzählt. Ich habe nämlich erzählt, dass wir in zwei Autos fahren. Ach so, ich dachte, du fährst schon mal vor. Ich fahre schon mal vor und du kommst hinterher. Das ist ja mein größter Albtraum, in so einer Autokolonne zu fahren, wo es heißt, einer fährt vor und wir fahren hinterher und ich bin der hinterher fährt. Ich hätte wirklich konstant Panik, verliere ich den, oh nein, Hilfe, eine rote Ampel, könnte ich gar nicht ertragen. Ja, und dann kommt auch noch hier Bauer Fritz mit seinem Traktor vorgefahren und reiht sich vor dir ein und dann kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Aber ganz ungewöhnlich für mich jetzt hier nochmal ein Cold Open zu erleben. Also ich dachte, das wäre die allererste Anweisung von Merkel gewesen, als die Pandemie ausbricht, so keine Cold Opener mehr in ganz Deutschland. Aber Rocket Beans Mini Motorways ist sich da selber treu und zieht das durch bis zuletzt, finde ich auch gut. Ja, ja, wir müssen 1,5 Meter Abstand halten und auf Cold Open demnächst jetzt erstmal für längere Zeit verzichten. Wir dürfen unsere Großeltern nicht sehen. Ja. Wir dürfen unsere Großeltern nicht sehen und keine Cold Open. Ja. Wir spielen aber trotzdem Mini Motorways, beziehungsweise du wirst es spielen, denn ich bin in der ganz ungewohnten Situation, dass ich nicht auf einem Mac spielen kann, weil ich kann über einen Mac nicht streamen, weil der zu schwach ist. Das heißt, ich als uralter, jahrzehntelanger Mac-Jünger kann diesmal nicht auf ein Mac-Programm zugreifen, denn Mini Motorways ist immer noch Mac-exklusiv. Das heißt, du musst es heute vorantreiben. Ich kann dir nur über die Schulter schauen und ich mache den klassischen Beifahrer. Ich würde alles kritisieren, was du machst und ich freue mich drauf. Schön, schön ins Lenkrad greifen, ne? Ja, yep, schön. Das wäre mein Traum, privat so ein Fahrschulenauto zu fahren, ja, wo der Beifahrer auch bremsen kann und so. Ja. Das wäre mein Traum. Das wäre super. Ja, lass uns doch mal schon mal ins Spiel starten. Wir sind immer noch in Dar es Salaam. Ja, ach ja, herrlich. Und unser aktueller Rekord liegt bei 1937. Wir sind auf Platz 72 der Weltrangliste. Ja, da konnten wir natürlich nicht ahnen, dass natürlich jetzt dadurch, dass viele Leute das spielen, wir natürlich wieder so ein bisschen runtergedrückt werden und natürlich unser Einzug in die Top 5 weiter verzögert wird. Aber wir sind nur knapp 1000 unter der Top 5. Also das ist, glaube ich, machbar. Es ist machbar. Und vor allen Dingen ich beobachte ja natürlich dieses Sheet schon etwas länger. Daran hat sich nicht so viel getan. Also dass der fünfte 2900 hat, das war vor 2 Wochen auch schon so. Also ich würde mal sagen, auf den Spitzenrängen passiert nicht mehr so viel. Ja. Deswegen müssen wir da jetzt angreifen und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, oder? Wir wollen alle nach Hause. Geh rein. Ich muss aber ganz kurz nochmal ein scharfes Wort sagen, ja, weil gerade die Autofahrer sind gefragt zur aktuellen Stunde. Ich habe nämlich mit reichlich Missmut vernommen, dass sich die Verkehrsunfälle häufen. Nein. Doch, weil jetzt die Straßen leer sind und jetzt die Raser richtig Bock haben und mal richtig auf die Tube drücken. Und ich möchte mich da so mindestens 1,5 Meter davon distanzieren. Ich will sagen, liebe Mini-Motorways-Zuschauer, macht nicht den Fehler. Ja, der Fuß juckt, wir kennen das Gefühl, 50 km/h. Manche Leute sind nicht für 50 km/h geboren und wollen ein bisschen Gas geben in der Innenstadt. Aber nein, macht es nicht. Ihr landet nur schneller als ohnehin schon möglich. Im Sarg, tut das auf keinen Fall. Mini Motorways ist gegen Rasen. Haltet euch an die Regeln. Don't drink and drive. Wir sind ein Format gegen Rasen. Genau, das trifft es ganz gut. Ja. Zügig, aber nicht zu schnell. Ja, meinst du eigentlich, dass Dr. Drosten auch eine gute Meinung zu Mini Motorways und der Verkehrslage hätte? Glaube ich schon, ja. Der wird, finde ich, viel zu selten zu solchen Dingen gefragt. Ja. Dass man jetzt, so wie man alle möglichen Leute zu Corona befragt, sollte man auch ihn befragen zu, ja, aber wie ist es, wenn jetzt kein Orange spawnt, sondern nur Grüne? Soll man dann trotzdem umwursten oder wie macht man es dann mal? Ach Mensch, Fabian, ich vermisse dich ein bisschen, ich vermisse Hengi ein bisschen, jetzt neben dir zu sitzen. Ich sehe dieses Spiel, diese herrlichen Pastelltöne, dieser verzweifelte leere Blick in deinen Augen. Das ist für mich einfach zu einem Freitag geworden, den ich so nicht mehr habe, leider. Ja, also mit so ein bisschen zu viel gegessenen Bauch, schön Mini-Motorways zocken. Ja.
Das stimmt, ich hatte heute nur ein recht schmales Mittagessen, muss ich sagen, ja, weil ich ja direkt weitermachen muss und dann, danach auch mit Baba Is You, wird direkt im Anschluss kommen, deswegen heute mal was Kleines, aber ich war halt wieder einkaufen, habe mich versorgt für die ganze Woche, das ganze Wochenende und ich bin safe, sozusagen. Bist du so ein Typ, der Einkaufswagen benutzt? Nein. Nee, die nerven mich viel zu sehr im Weg rumstehen, rangieren und wo die parken. Nee. Immer schön der Korb, aber dann auch randvoll gefüllt, sodass dann teilweise die schön erschlichenen Pennetüten dann auch nochmal runterfallen kurz vor der Kasse. Das ist eher so meins. Aber schon der Korb aus dem Supermarkt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich benutze keinen Korb aus dem Supermarkt, sondern ich benutze nur das an Behälter, was ich dabei habe, also meine eigene Tasche, weil man verkalkuliert sich immer, weißt du? Dann packt man zu viel in seinen Korb. Ja, nee, das stimmt schon, aber ich habe nie was dabei. Ich hole mir dann immer eine Papiertüte, die ich auch gleichzeitig als Mülltüte verwende. Oh nee, Florentin, eine Tüte. Papier? Hä? Papier ist doch okay. Am besten nee, gar nichts. Was ich mache, ich bin jetzt weggegangen von Mülltüten. Ja. Und hol mir jetzt einfach einmal in der Woche, gehe ich einkaufen und hol mir dann eine Papiertüte. Und dann trage ich meine Sachen damit nach Hause und verwende sie dann als Mülltüte. Ey, danke dir. Ich habe gerade einen Kaffee von Anton bekommen. Sag mal, was ist das denn eigentlich? Ja. Kaum bin ich nicht da, gibt's jetzt hier Kaffeeservice oder wie? Ich hol mir auch gleich auch noch ein Kaltgetränk. Ich habe nämlich ein neues Lieblingskaltgetränk für mich entdeckt. Aber das werde ich euch später vorstellen. Ach so. Das ist grandioses. Oh, hier ist eine Fliege. Und okay, wie läuft's bei dir? Kannst du das Spiel überhaupt sehen? Ich kann das Spiel sehen, ich glaube, ich habe eine kleine Verzögerung. Kreisrund, vielleicht will ich nochmal einen roten anbinden an Kreis. Aber da hast du, also Rot ist auf jeden Fall versorgt, natürlich. Klar. Vielleicht unter Gelb nochmal blocken, dass da nicht ein Haus entsteht oder so. Aber vielleicht, da wäre eigentlich ein Haus ganz gut, wenn es ein gelbes wäre. Ne? Das stimmt. Ist es der neue Florentin, der mir jetzt hilft, während ich spiele? Nee. So. Keine Angst. Nee, der Chat-Florentin ist auch wieder da. Ich habe nämlich den Chat offen und bin natürlich bereit, sämtliche Fragen zu beantworten, die hier im Chat kommen. Es hat sich ja jetzt eine Menge angestaut über die Zeit, in der wir ausgesetzt haben, was da alles passiert. Aber gerne alles im Chat. Ich bin auf jeden Fall parat. Ob wir und haben wir eigentlich wieder die Abstimmung bei 500? Haben wir die wie hieß sie? Julia, Nadja? Warte. Ich hol mal ganz kurz. Hol mal den Eimer nach. Hol mal ganz kurz. Ich hol mal den Eimer nach raus. Ich glaube, es war Julia. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Oder Julia, irgendwie sowas, ja. Irgend so ein ganz spezieller Frauenname auf jeden Fall. Also, und eine ganz merkwürdige Schreibart. Julia mit nur einem L, oder? Ja, ja. Ganz, ganz komisch. Sophia, stimmt. Sophia war es. Nee, der Sophie-Punkt. Sophie, okay, alles klar. Also die Sophie-Regel, ab 500 zufriedengestellten Kunden machen wir eine kleine Umfrage, ob wir den Level fortsetzen sollen oder neu anfangen sollen. Weil manchmal sieht man ja schon relativ früh, das wird nichts mehr. Und dann wollen wir keine Zeit mehr verlieren, sondern direkt auf die Überholspur nochmal schön neu einordnen. Man sieht, ich bin falsch abgebogen, kennt jeder. Und einfach nochmal den Stolz runterschlucken und einfach zu sagen, nee, einfach nochmal wenden. Auch einfach nochmal wenden und dann einfach nochmal hin, nochmal neu fahren und dann kriegt man es auch. Ja. Kranian, was ist das denn? Ja. Du achtest nicht auf den Spawn. Naja, ich brauche halt jetzt nochmal neue, Zack. Boah, du hast halt gar keine Innenstadt, ne? Du hast halt keine Aorta, gar nicht. Weil es dir da alles zugespawnt ist mit den Kaufhäusern. So, das ist jetzt erstmal eine Übergangslösung. Erstmal eine Übergangslösung. Ja, aber alle Kaufhäuser so nah beieinander, alle drei Farben so nah aneinander in der Mitte, das ist schon bitter. Das ist schon bitter. Oh, nee. Woher bekomme ich das Bild vom Serverschrank bei dir im Hintergrund? Das ist ein Foto von einem privaten Freund von mir. Das ist ein Unikat. Straßen müssen nicht farbexklusiv sein. Ist richtig, aber ja. Fabian Krane versucht das so lange wie es geht durchzuhalten, damit die Farben sich nicht kreuzen. Aber klar, früher oder später muss man da natürlich Abstriche machen, ist klar. Man beendet eine Reise nie, wie man sie beginnt. Das ist ganz, ganz wichtig, gilt für jede Autofahrt, aber auch für jede Folge Mini-Motorways. Weil sonst wäre es ja auch keine Reise. Also sonst wäre man ja einfach zu Hause geblieben. Ja, richtig. Küste nicht abgeriegelt, neue Strategie oder alles vergessen? Ja, 70-30 würde ich sagen. Aber, naja, was heißt abgeriegelt?
Naja, die ist okay abgeriegelt. Da kann, glaube ich, nicht so spawnen, dass es wirklich was stark blockiert. Also da jetzt nochmal, bitte mal übelkritisch sein. Aber Petrol ist natürlich jetzt eine Gefahr. Boah, warum hast du denn so engen Spawn eigentlich? Ich weiß auch nicht. Weil du nicht wurstest, Fabian. Doch. Ich habe eher das Problem, dass ich jetzt mit Rot hier nicht vorankomme. Zack, zack. Aber was ist da links? Was ist da links von den beiden Kaufhäusern? Warum wird da nicht gewurstet? Du meinst hier? Ja. 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 Aber schön abwursten. Und hier auch verhindern, dass hier direkt ein Kaufhaus drankommt an die Straße. Sehr gut. Im Chat heißt es, wird heute noch Stronghold gespielt? Nein, Stronghold wird verschoben. Das wird noch mal auf sich warten lassen. Das wird natürlich eine Premiere mit Knall. Das ist ja klar. Ist klar, ja klar. Du, ne? Man merkt aber auch einfach, wir sind einfach ein bisschen entspannter. Die Straßen sind auch einfach ein bisschen leerer gerade. Leute, richtig, bleiben richtig zu Hause, machen sich nicht so viel Stress. Und das ist einfach die perfekte Zeit, auch mal sein Cabrio rauszuholen, ne? Auch einfach ja, mal. Ja, aber dann bitte nicht zu schnell, bitte nicht rasen. Und man kann natürlich auch als Fußgänger die Straße auch gut nutzen, um so ein bisschen Abstand zu halten. Ich weiß gar nicht, ob du das rechte Petrolhaus überhaupt brauchst. Willst du das nicht abbinden? Du meinst das hier? Ja. Na gut. Ich glaube, das Nahe kann da genug schaufeln. Ich habe jetzt erstmal das Problem. Ja, hellblau ist ein Problem. Schöne ja. AB. So, und ich glaube, ich werde das jetzt. Ich werde das jetzt mal hier mit der Autobahn versorgen. Oh, und an Seven the Wolf aus dem Chat. Wir fahren mittlerweile die Strategie, dass wir nicht mehr alle Häuser anbinden. Das heißt, manche Häuser bleiben einfach leer stehen, weil andere gleichfarbige Häuser den Bedarf besser decken können, wie bei Petrol zum Beispiel. Das links unten kann viel häufiger fahren, weil es eine viel kürzere Strecke ist, als die weiter entfernten. Deswegen ist es klüger, nur den kurzen anzubinden, als alle anderen und Viererkreuzungen zu vermeiden. Natürlich, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, das ist natürlich, das kennen wir. Wir haben die Grundregel nicht vergessen. Ja, so eine kleine weltweite Pandemie kann auch bei uns nicht dafür sorgen, dass wir die Basics natürlich immer parat haben. Ist doch klar. Ja. So. Wo packe ich denn das hin jetzt hier, die Autobahn? Zack. Oh, das ist mal eine spannende AB. Spar B. Wie läuft es eigentlich gerade bei euch? Bist du in der Redaktion oder bist du Homeoffice oder wie läuft es bei euch? Nee, also ich möchte gleich dazu sagen, ich bin symptomfrei. Ja. Sehr gut. Bin, das heißt ja erstmal nichts, aber ja. Das heißt erstmal nichts, aber es hat mich zumindest dazu bewogen, dass ich mal heute mich hier in die Firma getraut habe. Das zumindest schon mal. Ich bin auch gerade im Homeoffice. Ich bin, arbeite viel von zu Hause, also eigentlich alles von zu Hause. Und wir haben ja jetzt auch größere Produktionen, wie du bist oder so, machen wir ja jetzt auch schon aus dem Homeoffice und so. Das klappt ganz gut. Ich bin tatsächlich heute hier, weil ich hätte jetzt das von zu Hause streamen müssen. Und mein Internet ist manchmal ein bisschen schwach, wenn meine Mitbewohner halt Pornos gucken. Und nachmittags ist da halt einfach die Hochzeit. Und dann wollte ich denen halt einfach das nicht heute Nachmittag verbieten. Da habe ich gesagt, okay, gehe ich in die Firma. Verstehe ich. Kannst du bitte links unten bei Petrol die Viererkreuzung einfach auflösen? Das ist nicht unbedingt nötig. So? Warum nicht? Warum nicht? Bei Viererkreuzungen warten Autos nämlich immer, egal ob ein Querauto kommt oder nicht. Das heißt, großer Zeitverlust. Oh, herrlich orange. Herrlich. Ach, das geht doch. Ja, nur hellblau ist so ein bisschen. Ich sehe hier gerade schon im Chat, ich aus dem Auge. Kran ist ein Problem, Mensch, zu Hause bleiben heißt es. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich bin, mache ich wirklich auch Kontakt eingeschränkt auf nichts eigentlich. Aber ich bin auch mit dem Fahrrad gefahren. Also ich muss nicht mehr mit der U-Bahn oder so fahren. Ich war ganz alleine unterwegs hier zur Firma. Sehr schön. So, jetzt ist das hier. Autobahn. Guck mal, jetzt können wir hier
das hinzufügen und das hier mal abbinden. Wie geil ist es? Eigentlich brauchen wir das auch nicht. Ich überlege auch, ob du so viele hellblaue rechts unten brauchst, ehrlich gesagt. Ob da nicht die zwei reichen. Ja, ich habe ja jetzt hier den oben schon wieder abgebunden. Ja, ja, ja. Und den kann ich jetzt tatsächlich hier hinzufügen. Wir brauchen aber, warte mal, wir brauchen... Du hast eine AB, ne? Ja. Da lohnt sich die für grün? Ja, was heißt lohnt sich? Ich glaube, ich habe keine andere Wahl gerade. Naja, es ist ja nur ein Quadrat, ne? Petrol ist ein Kreis. Ich habe jetzt hier nochmal das da hinzugefügt. Warte, das können wir noch schöner machen. So. Hier ist eine Viererkreuzung, die brauchen wir nicht. Hm. Ja, ich nehme sie jetzt mal dafür. Zack. So. Hier kannst du keine Autobahn bauen? Hm. Moment. Ich weiß auch nicht, was das jetzt... Das war jetzt pädagogisch fragwürdig, es zuzulassen, aber zu sagen, nee, das darfst du nicht. Ja. Wenn man Kindern Sachen zulässt und sagt, eigentlich darfst du das aber nicht. Ja, so ein bisschen wie... Aber jetzt, aber schon. Ist so ein bisschen wie den Hund maßregeln, aber dann im nächsten Atemzug streicheln. Ja, ja, ja. Das ist ja unser kleiner Racker. Ja. Oh, geil, zieh doch nochmal dran. Zieh doch mal dran. Ah, das ist das Schönste, das ist das Schönste. Herrlich. So, hier grün. Ja. AB überdenken. Ja, aber momentan hast du keinen anderen Bedarf eigentlich. Komm, wir lösen die Exklusivität auf. Boah, aber wirklich, du blockierst komplett Petrol. Dir ist schon klar, was das für eine Auswirkung hat. Ja, stimmt. Wir können es auch. Du blockierst den kompletten Petrolfluss damit. Oh, das ist doch mal, da war er schon auf der Straße unterwegs und direkt vor ihm erscheint ein Kaufhaus. Ja. Ehrlich, das sind die Fressnapf-Kunden. Sag mal, Mama hat gerade da einen Turm aufgemacht, ja. So. Aber Petrol braucht... Wie kriegen wir Petrol denn? Oh, das ist nervig. Oh, drei Quadrate sind oft nerviger als ein Kreis. Als Sprichwort. Wo fährt der denn jetzt hin, der Grüne? Oh, aber schön oben. Kannst du schön anbinden. Herrlich. Mh, traumhaft. Traumhaft, traumhaft. So, das brauchen wir hier alles nicht mehr. Diese Straße hier brauchen wir gar nicht mehr. Also, hier haben wir einen Tipp des Tages von Baddy Yuyu, der schreibt, ja. AB ist immer zum Lösen von mindestens zwei Problemen nutzen. Hier zum Beispiel Grün und Petrol unten schnell versorgen. Exklusivautobahnen sind meist ein bisschen Verschwendung. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen Verschwendung. Das heißt, eine Autobahn soll immer zwei Probleme lösen. Ist natürlich theoretisch ein grandioser Ansatz, aber ob das mit der Praxis so oft zu vereinbaren ist, natürlich die zweite Frage. Aber also hier meint er, Grün und Petrol könnte eine Autobahn versorgen. Mhm. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Meint er von Norden Petrol und Grün? Hm, verstehe ich nicht ganz, wie das aussehen sollte. Weil da oben bei den Grünen ist ja nur ein Petrolhaus. Lohnt sich das dann? Aber gut. Generell ist die Idee natürlich gut, zwei Probleme mit einer Klatsche zu lösen. Hast du eine Fliegenklatsche? Nee. Ich auch nicht. Ich habe Leute nie verstanden, die eine Fliegenklatsche haben. Aber was ist der Punkt, wo man sagt, so, jetzt rüst dich auf. Meine Hand reicht nicht mehr aus. Ich brauche eine Fliegenklatsche. Ich weiß es nicht. Oh. Aber wir müssen. Kann die Regie jetzt schon mal den Vote vorbereiten. Genau. Wir nähern uns dem Sophie-Punkt. Ey, dieser Petrolkreis nervt mich schon wieder so sehr einfach. Aber der wird nur noch schlimmer. Aber das ist herrlich. Das ist herrlich. Oh, rot und grün. Schön. Schön weihnachtlich. Ist hier, warte mal. Ist das hier angebunden hier unten? Es geht gar nicht. Ach du Scheiße. Hier hin. Zack. Ja, Leute. Ja, das ist jetzt halt das AB-Problem.
Dass die sich nicht so schnell ändern. So, jetzt hier rein, okay. Da. Stopp! Aret! Aret! So, jetzt seid ihr gefragt, liebe Zuschauer. Der Sophie-Punkt ist erreicht. 500. Soll hier weitergeführt werden oder ist es schon hoffnungslos verloren? Wir können noch mal ganz kurz die Karte zeigen. So sieht es momentan aus. Sind damit die 2900 machbar? Ja oder nein? Ich hoffe, der Vote klappt jetzt. Ihr könnt euch eine fundierte Meinung bilden, guckt euch das mal ganz gut an. Nicht zu anspruchsvoll sein, ne? Keine Map ist perfekt, es gibt immer kleine Problemchen. Von daher nicht einfach sagen, oh, da gibt es ein kleines Problem, weil das wird es immer geben. Dann eher die Tendenz, sind diese Probleme lösbar in Zukunft? Ja, also ich höre gerade, der Vote wird gerade eingeblendet. Wir sehen ihn nur nicht, aber er wird eingeblendet. Nein. Ah, okay, gut, dann könnt ihr jetzt dem Vote... Ach, man kann ihn nicht einblenden, aber er läuft, okay. Also, gut. Dann sollen wir weitermachen. Ja, Ausrufezeichen, ja. Nein, Ausrufezeichen, nein. Nein für aufhören, ja für weitermachen. Ausrufezeichen, ja. Ausrufezeichen, nein. Nein? Hier. Alles klar. Okay, ich weiß es nicht. Nochmal zurückrudern. Achtung. Achtung, der Befehl lautet Ausrufezeichen Motor. Und dann Leerzeichen, ja oder nein. Motor ja für weitermachen, Motor nein für neu anfangen. Ausrufezeichen Motor, M-O-T-O-R, Leertaste, das ist die lange, ganz unten auf der Tastatur. Und dann J-A oder N-I-L-N-I-N. So, ich bin sehr gespannt. Aber kann es die Regie nicht einfach das Ergebnis fälschen, wenn es keine Einblendung gibt? Nein? Okay, gut. Nein. Sie sagt, sie ist nicht in der Lage zu fälschen, das ist doch schon mal. Die Skills für Fälschen haben sie nicht. Gut, also ja für weitermachen, nein für Neuanfang. Wir gucken mal, wie das Ergebnis aussieht. Der Chat ist, ja, ist immer schwer zu sagen, aber das, Fabian, nimm das jetzt nicht persönlich, das hat jetzt überhaupt nichts mit dir zu tun. Also. Nee. Aber der Map-Spawn ist manchmal schlecht. Manchmal ist er gut. Ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Ich will ja nur kurz daran erinnern, Florentin, wer den aktuellen Rekord von uns beiden hier in diesem Spiel hält. Ist mir klar, ist mir sehr bewusst. Nochmal ganz kurz, hier wird gebeten, nochmal aufs Ausrufezeichen einzugehen. Ja, gerne. Das ist Shift 1. Oh, guckt ihr es an! 93 Stimmen sagen ja zu 88, die sagen nein. Das sind 51,36612021857924%. Das reicht für eine absolute Mehrheit. Ja. Ja, für eine Mehrheit zumindest. Es ist extrem knapp, aber gut. Dann, Sophie hat entschieden. Dann, Fabian, fahre fort, bitte. Ich, im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr gut. Ja, ja. So. Toll. Ich finde, du machst das gut. Aber kannst du mal ganz kurz eine Problemanalyse geben? Wo hakt's gerade? Ja, also, leider war das grüne, viereckige Kaufhaus zu lange nicht angebunden. Das ist, wirkt sich, sieht man jetzt. Jetzt wird da ein bisschen nachjustiert. Das ist für mich ein Problem. Dann diese das grüne große Kaufhaus hat leider nur eins. Ja, eigentlich dürfte es nicht strugglen, aber es hat nämlich fünf Häuser. Das sind so für mich gerade die Probleme. Und natürlich Petrol hier. Der niemals müde werdende Petrol. Petrol ist echt nicht zufriedenzustellen einfach. Oh, ich sehe hier gerade was Problematisches. Na, jetzt klappt's auch mit Petrol. Komm. Bist du dir sicher, dass du das Grüne oben nicht lieber über die Autobahn machen willst? Weil du störst den Petrolfluss, ne? Ja, es tut mir leid, das nochmal zu sagen, aber ich glaube, es ist keine gute Idee, den Petrolfluss zu stören. Ja, ich habe hier nur gerade gesehen, dass das Grüne, hier wurde ein grünes Auto angefordert, weil ich muss hier nochmal was ändern. Ja, das machst du, ja genau, das machst du exklusiv. Aber wie kriegen wir jetzt Blau hier rein? Perfekt.
So, du hast unten rechts noch ein hellblaues, ne? Vielleicht über die Brücke. Ja. Sag mal, dass es nicht aus der Hand gerät. Ja. Sehr gut. Die Frage ist ja, natürlich sehr schön aussieht mit den beiden roten und den beiden grünen. Also ich finde, das ist sehr ästhetisch ansprechend. Was hältst du denn davon, wenn wir hier diese Autobahn verlegen nach hier und dann diese beiden Petrol da noch mit rüberlegen? Gute Idee, gute Idee. Wäre auf jeden Fall eine 1-2 Lösung. Die ja gefordert würde, rigoros vom Chat. Ja. Komm, das mache ich mal. Ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht zu lange dauert, bis das umgedaddelt wird. Das ist einfach eine Scheiße, einfach, dass diese so lange brauchen. Und wo fährt der Oh nein! Wo fährt der Blaue hier hin? Nein! Wo fährt der hin? Ja, das ist nämlich auch das Problem, wenn du die Exklusivitäten auflöst. Zack, das dass sie teilweise einfach zu den falschen Kaufhäusern fahren, weil ich glaube, die nämlich nach Nähe priorisieren und nicht nach Bedarf. Das heißt, sie fahren immer zum nächsten Kaufhaus und nicht zu dem, der es vielleicht viel, viel dringender bräuchte. Ja, und genau. Das kann man halt viel besser steuern. Dass man dann sagt, 3 an Kreis und nur 1 an Quadrat. Und wenn du 4 an beide, dann fahren vielleicht alle zu Kreis und dann währenddessen nimmt Kreis schon überhand. Ja, jetzt habe ich es falsch gesagt, aber ihr versteht, was ich meine. So, jetzt komm hier. Ja, das geht. Da kommen einige nach. So, gelb wird jetzt auch hier ziemlich bedürftig, sage ich mal. Die Frage ist, ob nicht Petrol im Westen noch anbinden eine Möglichkeit wäre, dieses eine Haus da. Das ist ja relativ nah eigentlich. Ja, aber das Ding ist, da müsste ich auch hier rüberführen, weißt du? Ja, aber ist das so schlimm? Ja, stimmt schon. Okay, komm, dann machen wir so. Du kannst ja noch das noch westlichere Grüne direkt nach unten anbinden, dann hast du da keinen. Dann kannst du vielleicht das andere Grüne abbinden. Warum ist das denn hier eigentlich? Das muss mal weg. So nämlich. So. Zack, zack, zack. Hier brauchen wir noch Hilfe. Ja, aber die Autobahn läuft an, ne? Das dauert immer ein bisschen, aber ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen. Das macht die Latenzperiode überschritten. Mir macht das hier Sorgen. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, weil ich glaube, dadurch, dass sie nach Nähe entscheiden, ist dieses eine auf der anderen Seite des Flusses das einzige, das jetzt das Quadrat. Naja, aber es stimmt nicht ganz. Es ist merkwürdig. Kriegen wir nicht mal so einen Entwickler an die Strippe, dass wir das einfach mal klären, wie dieses Spiel funktioniert? Weil es ist so kleinteilig, dass es zu schwer ist, das alles rauszufinden. Hier, der hat auch nur ein grünes. Das ist auch nicht gut. Komm, wir machen mal den hier dran. Jetzt haben wir hier ein gelbes. Ja, wir müssen hier bald mal eine Autobahn schaffen. Ich sehe da. Ja, es ist Samstag. Vielleicht kriegst du gleich eine. Ich habe ja schon 2. Ja, stimmt. Es war ja so. In Dar es Salaam gibt es nur 2 ABs, ne? So. Jetzt aber mal was anderes. Kann ich diese Brücke nutzen? Diese zweite Brücke, um vielleicht hier so eine Exklusivität zu schaffen. Boah, dieses Gelbe im Süden ist auch ätzend. Oh, Fabian, ich bin teilweise echt froh, dass ich nicht spielen muss. Macht ja Spaß. Aber manchmal ist es auch ganz schön, einfach zu denken, löst du diese Probleme. Wir haben jetzt Motor, ja, heißt es weiter im Chat. Also die sind guter Dinge, das ist doch schön. Ja, ich hab eine Idee. Pass auf. Nee, doch nicht. Könnte man denn nicht? Das ist das. Zack. Hier noch ein paar hellblaue rüberschicken. Weißt du, was ich meine?
Die schickt man hier rüber, hier hin. Es ist ein bisschen weit, aber dass man hier kurz entlastet wird. Ja, ja. Ich glaube eh, dass das schon ein bisschen lindert, dass das Hellblaue jetzt einen näheren, kürzeren Weg hat. So, wir haben hier rum. Auf der anderen Seite, das ist manchmal manchmal haben Quadrate nicht so viel Hunger und manchmal haben die Game-Breaking-Hunger. Ja. Oh, rechts unten Krane. Oh, nein. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, ich weiß es auch nicht. Hier kommen noch 3, 4. Aber es wird wahrscheinlich zu spät sein. Und auch hier der Rote. Du willst jetzt aber da nicht den Chat mal in Verantwortung nehmen, dass die dich da mit so einer Map haben liegen lassen, oder? So einer bist du nicht. Nein. Nein. Ah, das ist knapp hier, guck mal. Schade, da kamen ein paar rein. GG. Aber, Leute, ich würde sagen, ey, es ist autofreier Freitag, ja, beziehungsweise autobahnfreier Freitag. Wir ballern gleich die nächste Runde, oder? Ja, ich würde sagen, du musst ein bisschen gewissenhafter wursten. Gewissenhafter wursten, was war noch? Weil da waren jetzt die Kaufhäuser viel zu nah. Die Kaufhäuser, jetzt mal ganz kurz Feedback im Chat, ich gebe das weiter an dich. Ja. Aber ich glaube, wursten ist wichtig. Ja, und es ist immer so schwer, vielleicht die Autobahn gar nicht direkt bauen, wenn man sie kriegt, wenn man noch nicht genau weiß, was es ist. Aber jetzt war es wirklich so ein Problem. Schwierig. Was war mit Häusereien vermeiden? Absolut, die Basics sind immer wichtig. Häusereien vermeiden. Was war mit wie heißt's? Ja, Häusereien, ja. Das stimmt schon. Mach mal hier gleich, dass hier kein Kaufhaus spawnt. Mehr Exklusivität heißt es im Chat. Ja, ist aber auch schon mal weniger Exklusivität. Also das ist so eine so ein immerwährender Krieg zwischen den beiden Parteien, der hoffentlich nicht in Gewalt ausartet. Ich hoffe es nicht. Bitte beherrscht euch da, Freunde. Aber wundern würde es mich auch nicht. Wir machen bei 500 wieder den Sophie-Punkt. Ganz kurz, wo du gerade von Krieg, nie endenden Krieg redest, guckst du zufällig auch gerade Tiger King? Nee. Nee? Aber hast schon was davon gehört? Ich hab's auf Netflix gesehen, das ist ja dieser Typ mit den Tigern, ne? Aber nee. Ja, es ist großartig. Ja? Ja, es ist wirklich großartig, ja. Auch falls ihr nur noch eine Empfehlung braucht für die, ihr habt ja gerade viel Zeit, also viele haben viel Zeit, manche haben nicht so viel Zeit, aber guckt euch Tiger King an, das ist ganz fantastisch. Jetzt habe ich keine Straße mehr, weil ich die Küste abgeriegelt habe. Ja. Beziehungsweise, das ist ja Bullshit. Mach doch das hier. Und dann gucken wir mal, wer was braucht. Wer mehr braucht? Ja. Nach Bedarf verteilen, das finde ich gut. Wer mehr braucht, kriegt auch mehr. Obimaru schreibt, nicht so oft die Zeit anhalten, Krane. Ja, ja, das sagen die immer, ne? Ich halte so oft das Spiel an. Ist das von den Machern von Mini-Metro? Ja, ist auch von Dinosaur Polo Club. Die momentan nicht auf unsere Mails antworten. Wir fordern Patches. Wir wollen funktionstüchtige Ampeln. Achtung, Häusereien, ne? Häusereien links. Ja, zack. Ja, genau. Wir könnten hier auch noch mal. Souverän. So. Jetzt haben die aber schon, muss man sagen, schon relativ weiten Weg. Schon jetzt. Und natürlich blau auch. Oh, was ist, aber was ist die Ausgangsrichtung? Ich kann es nicht sehen wegen dem Bild. Ich duck mich. Ist es nach links oder rechts der Ausgang von dem hellblauen? Nee, nach rechts. Oh nein! Ja, ja. Warte mal. Wir machen hier Küste. Oh, das ist so furchtbar. Wenn es immer genau in die falsche Richtung geht. Wie kann man das wursten? Ja, man muss da nur einen so einen Stiel rausschnöseln, ne? Das muss ja vielleicht eher senkrecht wursten. Der darf halt kein Kreis werden, ne? Naja, jetzt gucken wir mal, was passiert.
Aber willst du jetzt nicht direkt Distancing machen an der blauen Straße? Du meinst, wo da ist noch. Da, ja, ja, einfach genau so ein bisschen, ja, genau, so ein bisschen Distancing, ja. So ganz locker. So ein bisschen Social Distancing hier. Ja, genau. Ey, das ist doch nicht. Das ist alles mega weit weg. Es kommen schon die ersten Motor 9s, aber Leute, wir lassen uns davon nicht aufhalten. Bis 500 wird hier durchgezogen. Ah, jetzt kannst du doch nochmal einen roten anbinden an Kreis, oder? An Rotkreis. Ach ja, stimmt, ja. Warte. Oh, perfekt. Ja, aber jetzt haben die Häuserreihen schon die elegante Durchfahrt da verhindert, ne? Welche? Naja, zwischen Kreisrot und Quadratblau. Ja. Da kommst du jetzt schon nicht mehr zwischendurch. Aber das. Das stimmt. Das war, glaube ich, auch zu spät. Naja, man muss so viele Dinge im Blick haben. Eigentlich ist es ein unmenschliches Unterfangen, dieses Spiel. Man muss fairerweise aber auch mal sagen, es ist jetzt kein Riesenumweg. Nee. Nee, das nicht. So, weiter geht's. Sehr schön. Ja, genau die richtige Straße leer bekommen. Ja. Warum eigentlich nicht? Und ich sag mal, hier kann auch kein Kaufhaus mehr spawnen. Das heißt, hier werden Häuser spawnen. Ja. Eigentlich darf hier auch nichts Ungeiles spawnen. Weißt du, was ich meine? Die Frage ist, was will man eigentlich als Mitte? Will man kompakte, einfarbige Blöcke oder will man durchwegen? Oh nein! Ja, jetzt müssen die sich Straßen teilen. Ey, wir brauchen ein rigoroses Wurstregelwerk. Aber das Problem ist der Spawn jetzt so schlimm? Man denkt sich erstmal, oh fuck, weil er momentan die Durchfahrt verhindert. Aber wenn die Map sich ausweitet nach unten, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Ja. Also Situationen, die kurzfristig schlecht aussehen, werden vielleicht langfristig wieder gut. Also man darf nicht verzagen. Also Chat, bitte kurzes Feedback auch an Chat, nicht verzagen, wenn es geht. Danke. Die Leute verzagen mir da schon zu schnell. Die sind zu schnell am Zag. Guck mal hier. Die müssen wir auch gerade gar nicht alle anbinden, würde ich sagen. Wurstbibel jetzt wird gefordert. Sehr, sehr schön. Der Sun guckt nicht mehr zu, hat ihm seinen Arzt verboten. Herr Sun, es tut mir leid, aber Sie dürfen das nicht mehr weiter schauen. Ihr Blutdruck. Beziehungsweise, ja, hier kann ja eine eigene Straße bekommen. Ja gut, also grün, was soll ich denn dazu jetzt sagen, ne? Oh, grün ist echt das Schlimmste. Spawnt es absichtlich so, dass die immer ganz weit vom Kaufhaus entfernt spawnen, die Grünen? Ja, ich glaube schon, also manche auf jeden Fall. Da finde ich aber eigentlich das passend, dass grün Baumärkte sind. Weil Baumärkte sind nie da, wo Leute wohnen, sondern man muss immer rausfahren. Also naja, kommt drauf an, in der Stadt vielleicht nicht, aber die Baumärkte, die ich kenne, muss man immer ein gutes Stück fahren. Ja. Obwohl Fressnapf eigentlich auch. Fressnapf ist selten wirklich mitten in der Stadt, ne? Aber ist Turm denn grün? Ist denn die Farbe von Turm grün? Nee, es ist eher Turm. Eher rot auch, klar? Ne? Ja, rot. Rot. Ja, rot, aber auch grün. Rot und grün. Im Logo zumindest. Also ließe sich vielleicht machen. So, eine Autobahn. Was machen wir denn mit der? Ja, im besten Fall hier gleich schon mal. Interessant. Komm, wir machen jetzt hier mal so ein. Komm, wir modeln das wieder oben hier. Zack. Gut, hier abgeriegelt.
Das brauchen wir weiterhin. Hagebaumarkt ist grün. Okay, wir können grün vielleicht zu Hagebaumarkt machen. So. Und jetzt werden wir wieder... Zack. Das sind ganz interessante Formen, die da entstehen manchmal. Ja. Mhm. Das ist wie so ein Logo für so ein Jugend... Wie so ein JA. So Jugendarbeit. So ein cooles Graffiti-eskes Logo. Und hier bauen wir jetzt die Autobahn hin. AB-Alarm! Oh. So. Wie du den Endpunkt deiner AB bestimmst, musst du mir auch mal erklären, wenn wir mal irgendwie Zeit haben bei so einem schönen halben Liter Latte Macchiato oder so, dass wir da wirklich mal, dass du mir das einfach mal erklären kannst, weil das ergibt für mich, ich sag nicht, dass es falsch ist, nur ich verstehe nie, welche Logik du da anwendest. Naja, das ist so, ich denke halt so, ich will es nicht direkt mitten auf der Straße haben irgendwie. Das klingt für mich einfach logisch. Jetzt haben wir hier das Problem. Grün. Aber warum lässt du die immer einen Umweg fahren? Ich hätte einfach von der... Hättest du es einfach hier rechts, drauf? Nee, rechts neben Hellblau-Kreis einfach die Straße einen Riegel hoch und da die Autobahn ankommen lassen. Aber was wäre dann mit denen hier gewesen? Willst Petrol auch noch versorgen? Ja, Petrol auch noch versorgen. Ja, okay, gut, aber dann kannst du da vielleicht auch noch abkürzen. Ja, so, Smap. Links runter. Hier hin? Ja, zu Petrol halt nach unten. Ja, das funktioniert nicht. Dieses Micromanagement klappt nicht, wenn wir immer nur verbal kommunizieren. Ich muss mit meinen fettigen Stummelfingern einfach auf seinen Bildschirm draufdrücken können. Ansonsten funktioniert das nicht. So, ich habe jetzt hier das Problem mit Grün. Wie regeln wir das denn? Beziehungsweise, ja, nee. Wursten, konsequenter Wursten, haben wir gesagt. Wo bekommt man das Spiel denn? Das ist momentan auf Apple Arcade verfügbar, denn es ist momentan noch ein Mac-exklusives Spiel. Erstaunlicherweise. Vielleicht ändert sich das bald, wer weiß. Ich mache jetzt Steam 2020. Ah, okay. Anscheinend ist es angekündigt für Steam 2020. Ich muss jetzt hier eine richtig ewig lange Straße machen. Aber das ist ja auch deine Spezialität, ne? Ja. Also lange Straßen kannst du ja besonders gut, habe ich mir sagen lassen. Guck mal, da oben perfekt. Hier diese Siedlung. Ist doch Hammer. Ja. Zwei Probleme mit einer AB gelöst. Herrlich. Ja. Obwohl, ganz kurz. Ah nee, stimmt. Die machen da so einen Dreher, ne? Die Petrol, die da ankommen. Mhm. Die da an der Autobahnausfahrt, die machen so einen Dreher und fahren dann ran. Ah, okay, gut. Und die nehmen richtig Geschwindigkeit mit. Ja, schön 360 Grad Rotation mit 160 von der Autobahn. So, jetzt hier. Immer runterbremsen bei einer Ausfahrt, Freunde. Immer auf den Tacho achten. Man verliert das Gefühl für die Geschwindigkeit auf der Autobahn. Oder laufen. Oder schön Bus nehmen, Flixbus. Schön vorne oben sitzen. Gute Aussicht. Spaßig. Schöner Podcast auf die Ohren. Tut euch einen Gefallen und fahrt nicht Flixbus. Macht Podcast-Preis. Gewinner wurden ja bekannt gegeben. Da einfach mal ein bisschen schmökern, ein paar Empfehlungen rausziehen. Und dann schön lange Busfahrt. Herrlich. Einer von den beiden Grünen wird zum Kreis. Ich weiß es. Aber ich weiß noch nicht welcher. Hoffentlich der. Ja, schon, ne? Na, vielleicht darf man das nicht zu laut sagen. Der hört uns, der spürt unsere Angst. Ach, kein Problem. Sind noch genug Rote da. Oh, Flixbus fährt momentan nicht. Stimmt, das habe ich, glaube ich, auch gelesen. Aber ja, eigentlich vernünftig.
Ich glaube, es ist eh klar, dass ihr keine Tipps von uns ernst nehmen solltet. Das ist klar. Ja. Immer Rücksprache mit Merkel, immer noch mal kurz durchklingeln. So, perfekt. Oh, herrlich! Das heißt. Aber wehe, du machst es eine Viererkreuzung, Krane. Nein, nein. Aber wie kann ich überhaupt eine verhindern gerade? Ja, einfach links, diagonal links hoch. Warte kurz, erstmal das. First things first. Du meinst hier nach links? Ja, einfach 45 Grad Winkel links hoch. Zip. So. Ja, zum Beispiel. Das ist aber doch also grammatikalisch auch eine, mathematisch auch eine Viererkreuzung, oder nicht? Ja, das schon. Aber da müssen zumindest nicht die warten, die von oben kommen. Eieiei. Oh, aber geil! Schöne Häufung, richtiger Bienenstock da oben. Das ist Honigland. Gibt's ein Kaufhaus, das nur Honig verkauft? Nee, das ist ja Obi, ne? Aber da haben sich alle Obi-Kunden da in der Nähe eine Wohnung gesucht. Weil sie wissen, ich muss jeden Tag 3-4 Mal zu Obi. Ich suche mir lieber eine Wohnung da in der Nähe. Ist vernünftig. Ist vernünftig, Freunde. So, und ich finde, ganz kurz, weißt du, was ich finde, Florentin? Hm? Wir sollten diese Autobahn jetzt löschen. Okay. Weil es ist viel effizienter, diese kurz angebundenen Häuser hier zu nehmen, als diese Autobahn. Gut, gut, gut. Du willst die Siedlung oben komplett abschneiden? Ja. Poh! Oh, Chat schlägt übrigens vor für Orange McDonald's. Aber eigentlich wollen wir da keine Werbung dafür machen, sondern eher für den gesunden Obi, wo man sich schön ein bisschen ausländische Süßigkeiten noch holen kann. Lecker. So, Florentin, jetzt ist passiert, ne? Der ist, ja. Der ist kreis geworden, der Grüne. Unser schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Ja, und jetzt muss ich nämlich auch überlegen, wie ich das handhabe. Naja, wobei zwei nahe Häuser könnten vielleicht Kreis schon kompensieren eigentlich, ne? Unterschätzt das mal nicht. Distanz ist alles in diesem Spiel. In diesen Zeiten. Und im Alltag. In diesen ja. Es ist eine Raumfrage, die momentan im Raum steht. Aber ich habe ja noch eine Autobahn, das heißt. Aber die du, ich hol mir ein kleines Getränk, ne? Ja, mach du mal. Kleine Erfrischung. Wenn du da schon einen Kaffee kriegst, hol ich mir ein kleines Getränk. Ja. Leute, wie kann ich Grün hier besser versorgen? Das ist wirklich eine Sache, die mich gerade beschäftigt. Petrol ist perfekt, finde ich, eigentlich, weil es hier exklusiv ist. Aber wie Grün? Zack. Häuser rein verhindern. Dass wir hier immer noch schön durchkommen. Ja, noch geht Grün. Wie witzig das aussieht hier. Oh, stopp! Stopp! So, wir sind wieder bei 529. Die große Sophie-Frage. Ich will gar nicht so. das sieht gut aus. Ich will gar nicht so sehr diesen Wort in eine Richtung drängen. Aber ja, stimmt doch jetzt mal ab mit Ausrufezeichen Motor. Genau, mit Ausrufezeichen Motor. Ja und nein, wenn es weitergehen sollte. Also nein, wenn es nicht weitergehen sollte und ja, wenn es weitergehen soll. Es sieht doch, Florentin, bist du schon wieder da? Geil. Aber das sieht, finde ich, ganz eindeutig aus. 84%, 83%. Sehr gut. Können wir wieder ausblenden. Wir machen weiter. Es ist nicht nur das Motto dieses Senders in diesen Tagen. Nein, es ist auch, so habt ihr auch abgestimmt über diese Map. Es geht weiter. Ich gehe weiter meinen Weg. Florentin! Florentin. So, Florentin. Da bin ich. Fabian, ist der Sophie-Punkt erreicht? Ja, ich habe auch schon abgestimmt und mit abstimmen lassen, wohlgemerkt, mit 90% mit Ja.
Sollen wir weitermachen? Oh, Fabian, fantastisch. Das ist doch schon mal ein Erfolgserlebnis. Großartig. Ja. Ich habe mir ein Getränk geholt. Schön mit Eis. Leckeres Getränk. Und zwar mein absoluter Sommerhit. Es ist ein Mischgetränk. Und zwar ist es ein sogenannter Arnold Palmer. Und der besteht zu zwei Teilen aus Zitroneneistee und ein Teil Zitronenlimonade. Ja, also sehr zitronig. Mhm. Der Kenner tut noch ein bisschen Zitronensaft drauf. Und es ist großartig. Es ist mein Getränk für diesen Sommer. Das ist ja ganz fantastisch. Ich glaube, davon hast du mir auch schon mal erzählt. Ich werde nicht müde, davon zu erzählen, weil es ist ein großartiges Getränk. Perfekt. Okay, interessant, was jetzt passiert ist. Direkt ist dieses Kaufhaus hier rund geworden. Und ich würde sagen, ich binde mal meine Siedlung hier wieder an. Ja. Die kriegen die aber nämlich... Aber jetzt nach unten oder mittig? Unten oder mittig? Nee. Die hier. Die kriegen sofort hier die Siedlung. Zack. Boah. Das ist ja auch... Das ist, das ist... Ja. Hm. Clever gemacht. Weil ja Autobahnen gerade bei großen Distanzen sinnvoll sind, weil die Autos schöne große Geschwindigkeit aufnehmen. Boah, dieser Obi ist ein Traum für mich da oben, links oben. Ja, aber struggle trotzdem. Diese ganzen kleinen Bienchen, die sich da alle drum rumscharen. Struggelt genauso wie Petrol, das verstehe ich nicht. Hat Petrol immer noch zu wenig? Hier direkt Spawn verhindern. Ja, nee, stopp. Ja, okay, aber so viel Bedarf hat er gar nicht. Aber ich glaube, es reicht. Aber Petrol ist jetzt halt... Ja. Ich glaube, vielleicht brauchen wir eine Grundregel, Petrol immer eine AB. Ist jetzt mal was einfach mal in die Tüte gesprochen. Ja. Aber Petrol struggelt so oft. Aber jetzt mal ein Vorschlag, Florentin. Was hältst du denn davon, die Autobahn, auch wenn es risikoreich ist, doch noch mal zu verlegen und dass diese zwei Petrols hier angebunden werden und dass man dann die Autobahn zum Beispiel nach hierhin verlegt? In Zeiten der Not willst du tatsächlich zwei Kreise von einer Autobahnverlegung abhängig machen? Naja, Zwischenlösung... Ich sag nicht, dass es Wahnsinn ist, aber es ist schon mal ein Blinker in Richtung Wahnsinn. Aber Zwischenlösung wäre ja jetzt... dass man sie temporär einfach so anbindet, dann einfach hier eine Straße hinbaut. Ja, das wäre eine Übergangslösung. Verlieren wir natürlich unfassbar viel Zeit, aber ja, wir können es gerade nicht ändern und die fahren auch gleich schon direkt los. Na, es ist ja ein Bonus, ne? Das ist ja, wird ja nichts weggenommen. Vielleicht, dass sie ein bisschen längere Strecke haben. Alter, bei mir kommt es in so grandios schlechter Qualität an. Ich kann teilweise nicht mehr mit den Farben auseinanderhalten. Aber es ist einfach nur ein Kaleidoskop von flirrenden Farben. Das ist großartig. Ich kann nicht aufhören, hinzuschauen. Okay. Oh, jetzt hast du so punktuelle Petrol. Ich habe jetzt eine Viererkreuzung, aber es geht nicht anders. Komm, und ich binde jetzt das auch noch an. Es ist jetzt egal. Kannst du mir mal erklären, warum Gelb struggelt? Kann ich dir wirklich nicht erklären, beim besten Willen nicht. Aber Gelb macht Cash. Ich glaube, Gelb macht richtig Cash. Also Gelb gibt uns richtig Punkte gerade. Und Gelb struggelt auch nicht eigentlich. Naja. Jetzt ziehen wir hier schon mal ein Haus ab. Ich meine, du könntest bei Gabe noch das eine Haus links hinzufügen. Ich glaube, das wird es nötig. Du brauchst noch das eine Haus links, Gelb. Das hier? Ja. So, es ist ja auch relativ nah. Ja, aber sorry. Sorry, liebes Petrol, aber wächst Petrol gerade, oder wie? Ich kann es nicht sehen. Ich habe nicht so eine hohe Qualität gerade. Ja, das wird... Also besser wird's nicht.
Ja, ey, Leute. Heidewitzka. Ja, es wird langsam, aber stetig schlechter. Interessant aber auch, ich habe von Gelb Häuser abgebunden und seitdem ist es besser. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Viele nahe sind besser, wenig nahe sind besser als viele ferne. Aber könnte man das für Petrol jetzt eigentlich auch mal sagen? Naja, bei Petrol... Weil was würde das denn im Umkehrschluss für Petrol jetzt bedeuten? Ja, das stimmt schon, weil die, die weit anfahren, die verstopfen sehr viel Straßenmasse insgesamt. Ja. Und versperren den Schnellen eher den Weg. Aber wenn ich das jetzt umbauen wollen würde, wie würde ich das denn jetzt angehen? Wir haben hier ein recht nahes. Wir haben hier ein recht nahes. Also, wir könnten ja jetzt radikal... Ja, du hast ja nur zwei, ja, das stimmt. Aber du, wenn du halt dich nur auf die Nahen fokussierst, hast du zwei Häuser angebunden und das reicht nicht. Ja. Vor allem nicht im jetzigen Modus. Du kannst ja die entferntesten drei abschneiden vielleicht. Vielleicht ist das eine Option. Und ob die Autobahn im Endeffekt wirklich ein Bonus ist oder ein Malus, weiß man nicht. Komm, bräuchte man nochmal eine ganz intensive Analyse. Ich bind mal die Autobahn ab. Ich nehme mal den weg. Und ich nehme mal den weg. So. Jetzt haben wir und den. Jetzt haben wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf Häuser. Im Normalfall sollte das reichen. Grün struggelt. Auch hier müssen wir bald mal umlegen. Haben wir eigentlich schon Erfahrungswerten bei Spitzenwinkelkurven, ob die länger dauern? Nee, ich glaube, als 90 Grad. Dazu sind wir nie gekommen, richtig. Ach du Heide. Guck mal hier unten, Florentin. Ja. Oh, ein Kreis. Scheiße. Ich glaube, Petrol braucht eine AB. Weil ich weiß nicht, ob man, aber auf der anderen Seite, ob man die grüne AB nicht hätte kompensieren können, ist aber auch schwierig. Ist echt schwierig. Ja, das ist Quatsch. Ja, das war's. Spitze Winkel dauern nicht länger. Vielen Dank an Robin S. Hood aus dem Chat. Dankeschön. Ich hoffe, das stimmt so. Du hast deine Fakten geprüft. Ah, aber gefühlt? Hey, warum? Jetzt ist vorbei. 1076. Wir kommen heute nicht richtig voran. Also, wir parken noch mal ganz kurz um im Kopf. Ja. Und dann nochmal die Handbremse lösen. Ja, nochmal kurz die Handbremse lösen und dann sehen wir uns gleich. Nach der Werbung sehen wir uns wieder bei Mini Motorways. Hi, brumm brumm. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mini Motorways. Ich bin für euch im Studio und aus dem Fahrradanhänger zugeschaltet ist Florentin Will. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir bewegen uns steil in den dritten Versuch heute mal endlich unseren Highscore zu knacken. Fabian Krane ist am Steuer. Ich quatsche ein bisschen rein, der Chat natürlich auch mit dabei. Ich glaube, wir hatten schon die ein oder andere gute Idee heute, aber wir müssen an den Basics feilen. Ja, wir müssen an den Basics feilen und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Und zwar... Ich glaube, gerade die Distanz ist ein wichtiges Thema. Ja. Also wirklich zu gucken... Wie viele Häuser müssen überhaupt angebunden sein und wie schafft man das dann mit den wenigsten?
Also wenn du ein Petrolkaufhaus hast und 10 Petrolhäuser, wie viel müssen wirklich angebunden sein? Reichen die nächsten 4? Reichen die nächsten 5? Müssen es alle 10 sein? Nein, genau. Ich würde. Kann man das? Ja, ich meine Vermutung ist, dass für ein kreisrundes Haus braucht es 4 bis 5 Häuser. Nahe Häuser. Ja, aber die Frage ist halt, dass nah auch immer ein relatives Wort ist. Also ja. Die Maps sind ja immer unterschiedlich aufgebaut. Also manchmal kann es natürlich anders sein. Aber ich glaube, dass es ungefähr in der Richtung schon hinhauen kann. Aber wir könnten auch nicht wissen, ob der Hunger immer gleich ist oder nicht. Aber wir könnten ja theoretisch auch mal rein mathematisch mal festlegen, was heißt eigentlich nah, weil wir haben ja diese Kästchen hier. Also gut, aber wie zählt man dann Diagonale? Ist es dann 1,4? Ist es dann Pythagoras? Oder wie macht man das? Naja, das ist natürlich klar. Oder zählst du nur die rechts und links? Oder mal Phi oder so, ne? Also jetzt das eine rote ist 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke entfernt. Das andere ist, oder man muss halt eigentlich die Straßenlänge zählen, ne? 1, 2, 3, stimmt, 4, ja. 5, 6, 7, 8. Ja. Das ist doch gut. Ja, ja. Ja, und wie macht man solche Kurven? Alles schwierig, alles schwierig. Aber ich würde gucken, dass ich in der Mitte jetzt einen Kaufhausbauen verhindere. Genau. Obwohl auch hier, weißt du, was geil ist gerade? Und die Situation hatten wir eben nicht. Wir könnten hier immer noch eine Querverbindung schaffen. Ja, also das heißt, wenn hier was spawnt, ja, könnten wir noch mitten durch. Ich glaube, das war jetzt das Problem, dass zweimal wirklich das Zentrum komplett zugemüllt war und wir immer auf Autobahnen umsteigen mussten für Langstreckenverbindungen. Auch hier müssen wirklich alle 3 angebunden sein. Ja, in dem Fall würde ich... Nee, das muss ganz tief sitzen, Krane. Die Basics müssen ganz, ganz tief eingebaut sein. Das muss instinkt übergehen. Okay, also dann würde ich jetzt den am weitesten entfernten abbinden. Ja, zum Beispiel. Oh, Häuser rein. Ja gut, aber geht noch. Ist noch möglich. Ja, die reichen ja. Ah, die Eiswürfel, ich höre sie doch. Klar, das ist der Geräusch von Sommer. Ja. Das ist der Geräusch von Sommer. Herrlich. Meine 2 Häuser reichen völlig bei Rot. Und so sind die Straßen jetzt auch total wenig verstopft. Vielleicht sogar das hier unten anbinden? Gut, dann nicht zu verrückt, Krane, aber kannst du gerne probieren. Aber dann haben wir natürlich das Ding hier. Guck mal, wer es hier spawnt. Dann haben wir den Durchgang hier nicht mehr, ne? Leider. Ja, wir gucken uns das jetzt noch an. Wir können ja vielleicht auch mal ein Auge drauf haben, ob jetzt gleich viele schwarze Pins spawnen bei beiden. Ganz kurz. Schon so viele Probleme. Ja. Aber jetzt versuch doch mal, die beiden blauen oben mit 2 Dreierkreuzungen nach unten zu führen. Ich glaube, du kannst hier kreuzen. Es darf nur keine 4er entstehen. Oh, das jetzt ist eine 5er-Kreuzung. Das ist ganz schlecht, nee. Ja. Jetzt sieht aus wie ein Mensch. So. Die klassische Menschkreuzung. Halb Mensch, halb Straße. Oh, shit. Jetzt schon Petrol? Wow, die Map, sag ich mal, kann dir einiges zutrauen. Die kickt richtig rein, ja. Ja, aber das ist auch ein gutes Zeichen. Die hat Vertrauen in deine Fähigkeiten. Ja, aber was machen wir denn hier? Können wir Rot anders anbinden? Beziehungsweise, und dann würdest du hier auch sowas mal machen, oder was? Ja klar, ja, aber halt nicht mit einer 4er-Kreuzung, sondern mit 2 Dreier-Kreuzungen, ja.
ja wirklich herzzerreißend aus. Können wir da irgendwie ein bisschen mehr Exklusivität schaffen? Vor allen Dingen. Braucht's nicht. Solange du keine Viererkreuzung hast, ist alles cool. Nähe und drei. Nah drei. Das sind die Schlüssel zum Sieg. Dreierkreuzungen und Nähe. Was ist, wenn wir die hier außen rumlegen? Nee, du willst doch Nähe haben. Ja, stimmt. Du willst doch, dass die kurze Strecken haben. Und wie gesagt, Dreierkreuzungen sind nicht so schlimm. Zack, zack. So. Wie schaffen wir das dann? Sowas vielleicht? Jetzt ist es halt wieder eine Viererkreuzung mit dem unten, aber eins früher, ja. So. 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 Ist doch ein Traum. So. Und Petrol jetzt da? Ich glaube, das wirkt sehr verstörend auf unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, was hier passiert ist. Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, unsere Zuschauer ärgern sich eher über die Exklusivität. Also ich habe zumindest schon Hasstiraden gegen Exklusivität gehört. Ja. Wir können jetzt mal so ein bisschen experimentieren, die Exklusivität hier und da wieder aufzulösen. Vielleicht haben wir es zu übertrieben. Vielleicht waren wir im Rausch der Exklusivität. Ich sag mal so, in so einer Quarantänezeit hat man auch mal Zeit, auch einfach mal verrückte neue Dinge auszuprobieren. Ja, aber guck dir mal, wie herrlich das rote Haus da unten gespawnt ist. Das ist genau das, was du brauchst. Fantastisch. Herrlich. Ey, und Petrol läuft. Guck dir Petrol an, das läuft wieder eins. Ja, obwohl es ist... Hellblau läuft auch okay. Es ist weg, weit weg, muss man auch mal sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Aber daran kannst du ja nichts ändern. Du musst ja nur gucken, wie du mit dem arbeitest, was dir gegeben wird. Soll ich hier rot mal mit anbinden? Komm, ich bin ja mit an. Ja, und hier sehe ich halt natürlich eine Autobahn jetzt, ne? Eine Petrolautobahn. Zack. Ja, vielleicht eine Petrol- und Grünautobahn. Genau, ja, das meine ich. Ja, es ist Dienstag, ist noch ein langer Weg bis zur Autobahn. Vielleicht kannst du grün bis dahin unten rumführen. Ja, obwohl das geht. Ja, aber jetzt haben wir vier Farben auf einem Straßensystem. Das ist schon ein bisschen haarig. Ach, guck, Mittwoch. Danach kommt Donnerstag. Dann gleich Freitag. Ist ja quasi Wochenende. Oh. Mhm. Spannend. Ich bereite schon mal... Doch, mach doch nicht die Viererkrane! Haut der die direkt in die essentielle Dreier rein? Ja, okay. Es sieht wirklich an allen Ecken und Enden nicht gut aus. Es ist ja wirklich unfassbar. Ach, du, nur noch 300 bis zu Sophie. Kein Problem. Ja, aber vielleicht ist Exklusivität schon ein Modell mit Zukunft. Aber du hast halt gerade echt zwei entfernte Dinger. Also du hast eigentlich drei entfernte Spawns. Grün, Petrol und Hellblau ist leider auch echt weit weg. Das Problem ist ja oft gar nicht die Position der Kaufhäuser, sondern die Position der Einfahrten der Häuser. Ja. Würde man den hellblauen Kreis einfach um 180 Grad drehen, wäre es kein Stress. So, und jetzt kann hier nämlich die Straße, das kann alles abgerissen werden.
So. Hellblau braucht aber Unterstützung. Ich glaube, du kannst das nördlichste Petrolhaus auch noch anbinden. Ja, und grün ja eigentlich auch. Ja, die Frage ist, ob nicht drei reichen für ein Quadrat. Lieber die Autobahn auch nicht zu verstopfen. Obwohl, wenn der kein Bedarf ist, fährt ja auch keiner, ne? Das ist aber echt schwierig. Ich habe auch Riesenprobleme hier mit Hellblau. Es geht, wir kommen vielleicht gar nicht erst bis zur Frage, Sophie-mäßig. Vielleicht kannst du stoppen, mach mal Stopp. Vielleicht kannst du den einen roten abbinden und die blaue unten rumlegen. Also direkt unter dem hellblauen Kaufhaus herum. Dass sie nicht einmal außen rumfahren müssen. Ach so, ja. Hau den roten einfach weg. Genau, und jetzt mach's unten rum. Aber dann ist die mit der Einfahrt hier, ne? Das kann man nicht verhindern, Nene, das geht nicht enger. Nee. Oh, das ist schon böse, ey. Die werden hier Problems kriegen, aber ja. Aber jetzt ist echt die Frage, was ist jetzt schneller? Aber roter fährt gerade eh nichts. Aber ich weiß nicht, ob es eh nicht schon zu spät ist. Ja. Komm, hellblau, tu's! Jetzt mach! Hellblau. Fahr. Fahrt. Nein! Hellblau! Nein! Fahr! Doch, geht, nein! 305! Scheiße. Glaubst du, wir schaffen die 2900? Ja, komm, let's. 305. Ja, wir haben nur noch 3 Minuten. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Nee, wir haben noch eine halbe Stunde. Ach, kommt jetzt nicht die Redaktion? Nee. Wir haben noch eine halbe Stunde. Ach so, okay. Ich bin hier im Sendeplan, heißt es noch Hello Home Office. Nee. Na gut. Die sagen uns schon. Okay, gut. Dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit, unsere Ehre zu retten. Ja. Komm. Hello Home Office kommt um 18.30 Uhr. Ab 17 Uhr dann Baba is You. Okay. Das ist mit dir, glaube ich. Das ist mit mir auch. Jetzt habe ich es auch verstanden. Alles klar, sorry. Ist ja auch die Frage, ob in diesen Zeiten jetzt der Individualverkehr, ob jetzt die Autoverkäufe wieder zunehmen, ne? Das wird mich ja mal interessieren. Ja, kann schon sein. Aber schau mal, das ist doch ein schöner Anfang, oder? Ja. Kann man doch echt nichts dagegen sagen. Ich habe hier, falls die Leute fragen, sich wundern, was das soll, ich versuche damit, hier die Kaufhäuser nicht direkt reinzuballern, dass wir noch genügend Platz haben. Aber auch das könnte man noch mal überdenken. Irgendwie müsste man vielleicht es hinkriegen, dass man die Richtung der Ausfahrt kontrolliert. Aber wie? Ja, das ist auch echt nicht nötig. Man weiß nicht, nach welchen Regeln die spawnen. Schön. So, jetzt, das ist doch furchtbar! Warum kann er nicht nach oben spawnen? Fuck, ey. Ey, dieses Spiel wäre so viel angenehmer, wenn man die Ausfahrtrichtung von Kaufhäusern ändern könnte. Ach, ist das ekelhaft. Schade. Oh Mann. Jetzt aber vielleicht mal direkt links neben Hellblauwursten. Weil ich glaube, die Durchfahrt wird noch wichtig in Zukunft. Obwohl, nee, hier ist ja egal. So, gibt es gerade irgendwas, was ich, irgendeine Häuserreihe,
Hier vielleicht? Die rote, ja, ja. Vielleicht über den beiden roten auch noch? Schön, 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 schön. Über langen hellblauen abbinden vielleicht? Ja. Welchem nicht. Über welchem über dem roten? Hier? Ja, da wo du jetzt gerade bist im Cursor. Ja, vielleicht. Naja, naja, es ist jetzt nicht ultra scheiße. Was will ich? Hier möchte ich ja eigentlich auch kein Kaufhaus, oder? Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob man eher ein kompaktes oder eher ein loses Zentrum will. Weil je ausgebreiteter das Zentrum ist, desto länger werden die Strecken ja für grün Petrol, weil die ja eher am Stadtrand spawnen. Wenn du eher ein kompaktes, stopfiges hast, dann müssen die nicht so weit fahren, aber dafür können die nicht mehr durchs Zentrum durch. Also ich weiß nicht, was besser ist, was man eher will. Das Problem ist, wir wissen bei dem Spiel noch gar nicht, was wir wollen. Geschweige denn, wie wir da hinkommen. Wir wissen noch nicht mehr, was wir wollen überhaupt. Also ich weiß es zumindest nicht genau. Nee. Wenn wir es genau wüssten, was wir wollen, dann könnten wir versuchen, darauf hinzuarbeiten. Aber wir sind immer noch in der Erkundungsphase. Verrückt, ne? Nach 6 Monaten. Wird's nicht geschafft, Krane, alles ist möglich. Es ist so ein bisschen wie wenn man Schach spielt und man freut sich immer, wenn man neu angefangen hat, dass wieder alles an seinem Startpunkt steht und man denkt so, ab in diesem Moment habe ich dieselben Chancen wie der Weltmeister. In diesem Moment ist es gleich. Und du kennst dich aus, du hast es schon mal gesehen, so, du weißt, wie es läuft. Spielst du noch Schach aktiv eigentlich? Aktiv gerade sehr wenig. Warte mal. Guck mal hier. Schön, freut mich, dass das Diagonale dir auch in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe die Häuser jetzt hier mal wieder abgebunden. Toll, toll, finde ich gut. Und in der Hoffnung, dass die zwei hier... Naja... Ja, über rechts rum, ja. Nicht ideal, ne, aber... Ja, nee. Obwohl. Mein Gott, Alter, gelb! Wie schön wär's mit einer anderen Ausfahrtrichtung? Ja. Oh, das ist echt haarig, Mann. Die Position der Kaufhäuser und deren Ausrichtung müssen halt einfach klappen. Das ist so fucking random einfach. Obwohl, man muss auch sagen, das war auch ein Wurstungsfehler, weil da... Also man muss, glaube ich, echt versuchen, dass man zumindest von den Ausfahrten der Kaufhäuser andere Kaufhäuser fernhält. Ja, aber was wäre das in dem Fall gewesen? Ja, da hätte man bei Hellblau gewissenhafter wursten müssen. Ja, nee, hä? Ja, dass man zumindest bei der Ausfahrt von Hellblau da einfach noch eine Wurstebene dazu packt. Ja, aber Florentin, dass bei Ausfahrten immer ein Abstand ist. Schon klar, aber das hätte ja in dem Fall bedeutet, dass ich hier unten irgendwie eine Straße hinpack. Und wie soll ich das denn ahnen? Einfach nur eins weiter bei der Ausfahrt. Einfach, dass die hellblaue Ausfahrt einen weiteren Puffer hat. Vielleicht ist das wichtig, ich weiß es auch nicht. Aber wo wäre dann hier der Wurstungsvorgang gewesen? Ja, einfach neben der Einfahrt von Hellblau. Hier. Also darunter in dem Fall. Ja, einfach ein Feld drunter. Ein Feld drunter. Ach so, einfach das meinst Song. Du. Ja, okay. Ja. Also müsste ich hier noch... Ja, genau. Da kann jetzt nicht spawnen, aber da glaube ich, könnte man... In der Theorie, ja. Aber es ist jetzt nicht... Also solange du genug Gelbe hast... Na, weiß ich nicht. Gelb war schon mal ein Problem. Mach mir eher Sorgen hier um Rot, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht schon wieder so eine spitze Kurve, schreibt in Exalt, aber laut Chat sind spitze Kurven kein Problem. Laut Chat sind spitze Kurven nicht schlechter als andere. Also die werden nicht signifikant langsamer als in normalen Kurven.
sagt der Chat. Ob das wirklich stimmt, sagt eine Person aus dem Chat. Ob das wirklich stimmt, weiß man nicht genau. Aber eine Person im Chat heißt ja eigentlich der Chat. Ach so, ja gut, das ist natürlich maximal irreführend. Ja, ich mache mir hier Sorgen mittelfristig. Ich plane jetzt schon mal vor um Rot hier. Weil wir haben hier diese hellblaue Straße. Und wir haben nicht genügend Häuser. Naja gut, dann machen wir doch mal sowas. Guck, ne? Und jetzt hier, diese Straße verhindert dann quasi mittelfristig, dass das da hinten spawnt. Ich frage jetzt, ob du nicht mit Hellblau noch eine Küstenstraße machst, obenrum. Von ja. Den Häusern rechts oben. Ich habe tatsächlich, weißt du, was ich... Ich glaube, der hellblaue Kreis wird ein Problem langfristig. Ja, ich habe mir da aber tatsächlich auch schon was anderes überlegt. Und zwar könnte man theoretisch das hier auch abbinden... Ja, und alles über Norden machen. Alles über Norden machen. So. Ah ja, und Petrol rum, schön. Das ist viel schöner. Und Petrol was? Genau, den einen Petrol jetzt unten rum nach rechts. Ja. So. Und jetzt könnte man nämlich hier Rot auch noch mehr Rote zur Verfügung stellen. Aber willst du die beiden anderen Hellblauen nicht auch noch anbinden rechts oben? Ich weiß nicht, ob zwei reichen für einen Kreis. Stimmt, es sind drei, aber ja. Ja, drei, ja. Es ist natürlich maximal weit entfernt, ne? Ich denke da ja schon fast über eine Autobahnlösung nach. Ich befürchte, wir brauchen die Autobahn für Petrol, ehrlich gesagt, wenn ich mir das so anschaue. Der Petrol wird wahrscheinlich bald ein Kreis werden. Hm. Perfekt. Ja, hellblau läuft. Sehr schön. Ich habe schon zwei Autobahnen. Soll ich da schon mal eine einsetzen? Wofür? Du brauchst doch gerade nichts. Läuft doch alles. Rot läuft. Gelb baut auch ab eher gerade. Und hellblau passt. Ja, wir können hier schon mal mittelfristig über so einen Petrolautobahn. Ja, Autobahn fahren, ja. Slot nachdenken. Wir müssen haarscharf aufpassen, wann Petrol zu einem Kreis wird. Mhm. Aber ganz kurz, kannst du mir gerade sagen, wo du willst, dass Kaufhäuser spawnen jetzt? Nein. Nee, ne? Nee. Ist ganz schwer zu sagen. Ja, ich könnte mir hier würde ich mir ein rotes wünschen. Ja, gut. Aber ich glaube, das mittige Petrol kannst du auch anbinden nach rechts oben, oder? Mittige Petrol? Ach ja, klar. Ja, es wird jetzt schon anstrengend hier, ne? Ja. Ja, aber drei mit mittlerer Distanz ist vielleicht okay. Ja, jetzt ist passiert. Ja, okay, jetzt AB. AB direkt rein. Und alle rein da. Rein da. Hellblau leider immer noch nicht perfekt. Ja. Vielleicht kannst du die beiden westlichen Hellblauen noch anbinden. Ja, mit einer Autobahn. Aber wie ohne Gelb zu verstören.
Aber mit zwei Dreierkreuzungen vielleicht ist der Einfluss auf Gelb gar nicht so stark. Aber schau dir mal an, wie herrlich Petrolkreis sich stabilisiert. Traum. Aber hier. Ja, nee, ist gelb. Ja, ich seh's, Ah, wir brauchen mehr Gelbe. Gib mir also ein, zwei Gelbe unten. Was ist mit, Autobahn für. Hallo. Autobahn für Hellblau? Man kann nicht Hellblau und Gelb gleichzeitig lösen, ne, mit einer AB, oder? Das geht nicht. Oder geht das? Ich sehe es zumindest gerade noch nicht. Wenn du die mittig zusammenführst und dann zwischen die Kaufhäuser setzt, aber ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Weil es sind halt auch nur zwei Hellblaue, ne? Mhm. Aber vielleicht könnte es klappen. Wie würdest du es, sag nochmal? Naja, links die Siedlungen zwischen Gelb und Hellblau verbinden und dann eine AB zwischen, also auf der rechten Seite von Gelb ankommen lassen. Und dann eins nach oben zu Hellblau und eins nach unten zu Gelb. Dann kommen die sich eigentlich nicht in die Quere, zumindest in der Ausfahrt nicht. Aber welche Gelben? Oh shit, warte. Reicht das? Aber wie schlimm ist Hellblau gerade? Wächst das oder fällt das gerade? Perfekter Spawn. Oh, hier. Sehr schön. Sehr, sehr guter Petrol. Ja, stagniert, ne? Aber wir müssen ja irgendwie das abbauen auch mittelfristig. Da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Aber hier vielleicht Sonnenkonglomerat, hilft uns das vielleicht bald mal? Jetzt sind wir hier bei Hellblau genau bei der Hälfte. Oh, hier ist ein Gelbes. Schön. Schön. Oh, Sophie-Punkt übrigens. Oh, ja. 51, stopp. Ihr seid gefragt, Ausrufezeichen Motor ja, falls wir weitermachen sollen, oder Ausrufezeichen Motor nein, für einen Neustart. Ich glaube, es sieht gut aus. Wir haben noch eine Autobahn, ich will es gar nicht beeinflussen, aber ich glaube, wir haben noch eine Autobahn in der Hinterhand. Und, oh, schau dir das an, herrlich. Herrlich. Vertrauen im Chat. Ist auf Kranes Seite. Fantastisch. So muss das aussehen. 75% Treue. Grandios. Leute, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Meiner Meinung nach toll, toll, toll. Solidarität im Chat. Fantastisch. Weiter geht's, Krane. Weiter geht's. So. So, wo kommt die zweite Autobahn hin? Ja. Wir haben halt drei Bedarfs. Aber ich glaube, allein dadurch, dass es jetzt zwei gelbe Kaufhäuser gibt, sinkt der Bedarf bei Kreis. Weil ich glaube, die Frage ist halt, berechnet das Spiel den Bedarf pro Kaufhaus oder gibt es einen insgesamt gelben Bedarf, der dann wiederum auf die Kaufhäuser aufgeteilt wird, wobei Kreise natürlich mehr Bedarf kriegen als Quadrate. Weiß man nicht. Aber wir können ja mal beobachten, ob Gelb jetzt vielleicht sinkt. Okay, aber wir müssen Hellblau was machen. Ja, wir müssen jetzt was Hellblau machen. Hellblau muss was passieren. Ja, wir haben hier zwei. Wir haben hier zwei. Ja, die im Westen sind näher. Aber auch mit der Autobahn, ne? Ja. Zack. Ja, ich glaube, wenn du die mal umbauen musst, ist es nicht so schlimm, weil du nur zwei Häuser verlierst. Für eine Zeit. Also vielleicht ist es nochmal. Aber das sollte auf jeden Fall den Bedarf tilgen. So, jetzt fahrt. Und jetzt rein da. Und sollen wir hier was abbinden eigentlich? Hab ich mir auch schon überlegt. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, ja. Vielleicht, diese zwei hier anbinden. Ja, vielleicht zwei anbinden, eins abbinden. Sowas vielleicht. Oder zwei anbinden, zwei abbinden. Ja, sowas. Hier, die hier.
Ja, und dafür das Petrol nochmal ran. Der kriegt seine Brücke. Was ist bei Gelb? Kann man mehr Gelb anbinden? Links unten, links oben? Ja, kann man, aber... Ja, es ist gut. Ist immer mehr an... Ist Masse hier wirklich alles? Nein. Ist die Antwort. Was ist denn mit Hellblau? Warum ist Hellblau nicht zufrieden? Alter! Ui! Okay, Grün. Alarm. Holy schmoly. Direkt hier... Grünkreis. Grünkreis. Ach du Scheiße. Ja, wir machen hier eine gemeinsame Autobahn mit Petrol, würde ich sagen. Zack. 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 Jetzt heißt schnell reagieren. Aber solange fucking Hellblau nicht singt, ist es alles egal. Warum singt Hellblau nicht? Nur weil wir die zwei rechts unten nicht angebunden haben, ist Hellblau jetzt sauer oder was? Ja. Wir haben alle außer drei Häuser angebunden an Hellblau. Vielleicht wurde zu viel gewurstet, dadurch sind zu wenig hellblaue Kaufhäuser gespawnt und dadurch fokussiert sich alles auf eins. Hellblau. Das ist alles Spekulation. Gefährliche Spekulation gerade. Ja, ich muss jetzt nochmal hellblau anbinden hier. Ja. Oh, wie grün halt einfach direkt mit Struggle spawnt einfach. Alter, hellblau ist so schrecklich. Ach, come on, Hellblau, das kann doch nicht sein! Was ist das für ein scheiß Spiel? Tu es! Rein da! Es sind alle außer zwei Häuser angebunden. Wackel mit der Autobahn, dass sie schneller fahren! Sehr gut! Scheuch die mal voran jetzt! Schnell, schnell, schnell! Begradige die Autobahn, damit die ein bisschen schneller ist. Jetzt rein da! Ach komm, was ist bei Hellblau? Ach, Hellblau ist ein Witz, Mann. Das kann doch nicht sein. Mann, das ist so ein... Was? Aber es hält halt. Vielleicht fängt sich's wieder. Nein, Florentin. Jetzt ist Gelb. Gelb! Ich bin auch noch da. Ach, Gelb, ey. Komm, schnelle Runde jetzt noch. Letzte Runde. Perfekt, da unten rechts. Da unten rechts wollte ich es immer haben. Viel zu weit weg. Motor, nein. Aber vielleicht wurde zu viel gewurstet in der letzten Partie. Ich weiß es nicht genau. Weil, das hat der Chat auch schon mal angemerkt, je mehr man wurstet, desto weiter außen spawnen natürlich die Häuser. Aber ja. Das weiß man auch nicht genau, ob die Häuser sich am... wie die Distanz der Häuser berechnet wird. Ob die sich wirklich daran orientieren, wo die nächste Straße ist oder wo das nächste Kaufhaus ist. Das wissen wir alles nicht. Kann nicht mal mir in den scheiß Quellcode reingucken? Kann man Max nicht mal ansetzen, dass der da irgendwie mal irgendwie die Bits and Bytes mal auseinander nimmt? Oder dass sie da in Neuseeland mal einen gescheiten Skype-Call mit uns hinkriegen oder so. Irgendwie ja, mein sowas. Gott, ist doch nicht schlimm. Wie viel Uhr ist es da gerade? 3 Uhr morgens? Mein ja. Gott, kann man doch ein bisschen länger aufbleiben. Ist doch kein Problem. Die ganze Welt Skype gerade, ja. Nur wir nicht mit ja, Dinosaur Polo. Nur wir und Andi Scheuer nicht. Ja, da ist wieder Funkstille. Ja. Nicht mal Andi Scheuer kriegen wir an die Strippe. Dass so Krisen sind halt perfekt, ne, für so Leute, die so richtig Scheiße gebaut haben in der Regierung. Ne? Da ist ja gar keiner gerade, der da ein Auge drauf hat. Ja. Nicht, dass ich wüsste, wer gerade Scheiße gebaut hätte, aber... Ich würde mal zwischen den Kaufhäusern ein bisschen wursten. Ich glaube, da könnten gefährliche Häuser spawnen. Sowas, meinst du? Mhm. Ich glaube, die Durchfahrt muss gewährt bleiben. Hier brauche ich mal... Jetzt achtet mal auf das Auto beim Spitzenwinkel. Schaut euch das mal an. Das wird doch nicht signifikant langsamer.
Schaut euch das jetzt mal an. Nee. Wäre das wirklich besser? Und jetzt macht die Kurve mal ein bisschen größer. Oh, geht. Wie denn? Links anbinden oder links oben? Du brauchst du die roten Maß. Ja. Das ist keine Straßen. Wie willst du es denn anbinden? Ja, so. Ja, und dann okay. Ist rote von oben durch. Wie gesagt, die Kreuzungen sind nicht schlimm, solange es keine Viererkreuzung ist. Ja, oder hier rum, ne? Ja, oder? Ja. Ja, nee, ich glaube eher, wenn dann lieber weiter weg von der Kreuzung von der Einfahrt kreuzen. Je weiter man von der Einfahrt wegkreuzt, desto besser. Ja, das stimmt schon. Achso, du bereitest vor, oder wie? Ja, ich bereite. Kannst du jetzt mal bei dem linken roten die Kurve größer machen? Nur mal als Test. Die hier? Ja, genau, dass die nicht so spitz ist, sondern ein bisschen wulstiger. Ob das jetzt. Und jetzt gucken wir jetzt das Auto an. Man kann schon, vielleicht ist es schneller, oder? Guckt es euch mal an. Ist es schneller? Ist schwer zu sagen. Ist schon schneller, sagt der Chat. Also sagt eine Person aus dem Chat. Aber man weiß es nicht genau, weil es fährt jetzt auch eine längere Strecke. Also es ist ganz schwer zu sagen. Auch hier mehr. Schwer zu sehen, aber vielleicht lohnt sich's mal, die spitzen Kurven zu vermeiden an der Einfahrt. Wir schauen mal bei Gelb. Die werden auch nicht. Ja, es ist schwer zu sagen, wie weit davor die abbremsen. Komm. Warum eigentlich nicht? Nee. Schick die Gelben zu Hellblau, vielleicht merken sie es nicht. Kaufen ein, das brauche ich ja gar nicht. Das wollte ich ja gar nicht kaufen. Da, das ist eine schöne Versorgung hier. Jetzt haben wir extra die Mitte freigehalten, jetzt fährt überhaupt niemand durch die Mitte. Alle fahren außen rum. Was passiert, ja, was passiert denn, wenn ich die jetzt wieder frei machen würde? Im besten Fall spawnen halt rote Sachen, ne? Im schlechtesten Fall halt irgendwas anderes. Komm, ich mach die mal komplett frei. Boah, du bist ein Grenzgänger, Krane. Du bist ein absoluter Grenzgänger. Ich mach nur einen rein, damit kein Kaufhaus drin spawnt. So, hier will ich keine andere Straße. Will ich kein anderes Kaufhaus, weil an der Straße habe ich schon zwei Sorten, da möchte ich nicht noch mehr. Das gleiche gilt für hier unten, da kann ich aber noch nichts machen. So, Häuserreihe. Rot oben. So. Weg mit den Bäumen. Sehr gut. Mach da auch mal eine runde Kurve bei dem Hellblauen. Nee, ist doch perfekt, ist doch perfekt. Ja. Da sind noch ganz viele rote. Das ist ja nur ein Quadrat. Hier möchte ich ja jetzt auch kein Kaufhaus, ne? Genau. Die Ausfahrtwurst. Ganz, ganz wichtig. Guck mal, und hier. Wir können doch.
Hier kann ich es eh nicht verhindern, das kann ich wegmachen. Ihr könnt doch jetzt munter Sachen spawnen. Wenn es eine Scheißfarbe ist, ist es halt eine Scheißfarbe. Aber wenn es eine gute Farbe ist, ist es auch eine gute Farbe. Mhm. Zack. Oh, schön, schön, perfekt. Schön, schön. Schön. Den blauen hier mal wegnehmen? Ja, ja. Beziehungsweise, zack. Kannst du, ja. Kannst du den Hellblauen im Süden nicht so eine eigene Umgehung geben, dass sie nicht rot kreuzen müssen? Weil so, die kreuzen ja nur für zwei Felder eigentlich, ne? Klar. Du meinst so? Ja, genau. Hier rot immer noch für meine Bedürfnisse. Das ist, finde ich, ins Ende. Ja, die haben nur zwei. Hat nur zwei Häuser, ne? Zwei Medium-Distanz-Häuser für Kreis. Ach nee, Quatsch, da oben ist ja die ganze Dinger, ne? Ja. Aber finde ich spannend. Ja. Guck mal, die hier, der kommt ja noch nicht mal aus seinem Häuschen raus. Ja, weil für jedes schwarze Pin ist ein Auto unterwegs. Ja. Das beweist eigentlich, das unterstützt eigentlich perfekt unsere Theorie. Das nahe wenig Häuser. Ja, 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 ja. Hier aber soll wie nah ist nah und wie wenig ist wenig? Ja. Das ist halt so. Das sind halt so die Feinjustierungen. Hier soll halt am besten noch noch rot spawnen. Ja, oder noch gelb, falls gelb zu einem Kreis wird. Ja. Oh, Pit. Jo. Oder willst du wieder den hier? Ja, mach da mal einen Kreis. Mach da mal einen Kreis. Kreiskurve. Zack, zack, zack. Die sammeln wir mal zusammen. Ah, du willst die AB, ne? Ja. Oh, Petrolkreis? Ja. Ui, keine AB. Ui. Ja, ganz oben rum oder was? Nee, oder unten rum? Oder mittendurch? Oh, aber was für ein Traum ist denn hellblau, bitte? Oder hält das Alter, noch aus? Alter, hellblau, ein Traum. Nee, im Kreis würde ich echt kein Risiko eingehen. So, was machen wir hier? Ja, ein gelbes anbinden, das andere nicht. Das ist eine kurze Distanz. Kann man hier noch warten? Ja, noch. Perfekt. Was? Ja, das wird eine AB, da sind wir uns doch einig. Eine gute AB. Sieht aber echt nicht schlecht aus bis jetzt. Vor allem die Hellblau ist halt ein Traum. Also Hellblaukreis. Hier, den können wir auch nehmen. Ja. Grün. So, jetzt AB für Grün oder für Petrol. Petrol ist eigentlich erstaunlich zahm gerade noch. Aber ich glaube, das wird nicht immer so bleiben. Aber da könnten wir theoretisch ja recht schnell agieren. Mit zwei Autobahnen. Ja, oder halt Petrol und Grün gemeinsam. Ja, aber das ist mega lang, guck mal. Wir müssen jetzt langsam mal was bei Grün tun. Ja, aber Grün ist nur Quadrat. Ich glaube, wenn du die Autobahnausfahrt zwischen Petrol und Grün legst, könnte das klappen. Und beide mitnehmen? Ja. Ja, hier Kreis direkt.
Na okay, das ändert natürlich alles. Oh. Autobahn löschen. Jetzt Autobahn. Da ist die. Was machen wir? Wir müssen grün halt hier rankriegen, ne? Vor allem das linke rote Kaufhaus darf auch nicht vernachlässigt werden. Das ist ein Kreis geworden und da hängen nur zwei dran. Ja gut, aber das also könnten wir theoretisch wieder ändern, indem wir das da muss angebunden werden. Trennen. Mhm. Ja. Gut. Und jetzt grün. Jetzt grün. Wie viel kriegst du denn da ran? Eigentlich nur zwei. Du kriegst nur zwei Häuser gut verbunden, oder? Oh ja. Ja. Ja, wenn überhaupt. Du musst es halt doppelt kreuzen. Och, oi. Ja, aber ich... Für grün würde ich einfach so ungern hier eine Autobahn ausgeben, weil ich denke, da kann da noch voll viel passieren. Und bei Petrol aber, wissen wir einfach... Ja, aber was ist jetzt... Mit Petrol wissen wir, dass es Probleme gibt, aber... Effektiv macht Petrol gerade weniger Probleme als Grün. Das stimmt, ja. Okay. Ganz kurz vor uns. Petrol wird anziehen. Ja. Ganz kurz zum Verständnis: Unsere Zeit ist theoretisch abgelaufen. Sollen wir das Spiel noch zu Ende spielen? Ja, wir können es ja nicht speichern, oder? Nee. Komm, wir spielen es noch schnell zu Ende. Ja, komm. Wie binden wir das jetzt hier an? Nee, das müssen wir hier anbinden. Ja, dann Grün jetzt, oder wie? Hier, ja. Autobahn hin. Und dann. Direkt dran. Nicht direkt dran. Das wird hier doch auch gleich ein Kreis. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Petrol ist so zahm, ey. Wahrscheinlich, weil ein zweites Kaufhaus gespawnt ist. Perfekt, hier, guck mal. Dass wenn du zwei Kaufhäuser hast, dann ist es nicht so schlimm. Und rechts unten Petrol ist natürlich ein Traum. Absoluter Traum. Perfekt, hier. Super. Ja, es war die richtige Entscheidung mit grüner AB. Aber das hier. Wie können wir denn da gleich? Weiß ich nicht. Brauchst du da überhaupt was? Ja, das ist viel zu weit weg. Scheiße. Da kommt ja kaum Bedarf. Gelb, perfekt. Hier grün. Gleich drüber röde. Gelb ist Kreis geworden. Wir können hier unterstützen. Ja. Ja, das macht mir immer noch Sorgen hier. Guck mal, beides, Florentin, beides. Das und das. Aber das Quadratgrün bleibt doch relativ stabil, oder? Da werden immer zwei mehr und dann wieder zwei weniger. Aber ja, es kann schon sein, dass es insgesamt... Da wird schon noch was spawnen da unten. Autobahn. Nice. Direkt einsetzen. Wofür? Petrol oder grün? Ah, guck mal, grün. Ah, wofür die AB ist die Frage. Ich find's erstaunlich, wie zahm Petrol immer noch ist. Mhm. Ich glaube, der Spawn teilt sich auf alle Kaufhäuser auf. Und dadurch, dass wir zwei Petrol haben, ist das andere so...
so zahm. Wir brauchen grüne Unterstützung hier. Sonst sieht's ja ganz okay aus. Das könnte noch Probleme machen hier. Einer. Wir müssen noch einen Sophie einschieben. Sophie, Moment. Sophie, Moment. Ah, ich würde sagen, das sieht gut aus. Also, Ausrufezeichen Motor, ja. Für weitermachen, Ausrufezeichen Motor, nein. Für einen Neuanfang. Aber es sieht gut aus. Oi, 90, 100%. Jawohl. Alter, 92%. Wow. Also das ist das Vertrauensvotum. Grandios. Grandios. Vielen, vielen Dank, lieber Chat, für diesen Vertrauensbeweis. Kran, jetzt zieh's durch. Das wird die 2000. Die Frage ist, guck mal, hier könnte man die Autobahn weiter nach links verlegen. Ja, ja, ja. Nee, finde ich gut. Weil ich glaube, du verlierst nichts. Grün ist momentan ist nicht angezählt. Aber, komm, ich muss jetzt hier grün unterstützen, oder? Ja, dann machst du doch mit dem ganz südlichen, oder? Dann machst du doch mit dem Haus links unten. Meinst du? Ganz links unten. Ist das nicht besser? Oder Autobahn hier oben runter. Ah, nee, für ein Quadrat. Autobahn für ein Quadrat. Also jetzt wird's experimentell. Warte mal, das hier auch mal abbinden. So. Ja, aber weißt du, was ich meine? Jetzt ist angezählt. Jetzt muss ich muss reagieren. Guck mal, Petrol, ne? Weiterhin. Wahnsinn. Wahnsinn. Also Petrol ist echt nur ein Monster, wenn es alleine ist, glaube ich. Okay, jetzt ist grün zu einem Kreis geworden. Da war die Autobahn, glaube ich, ein guter Call. Schade, dass man jetzt schon... Oh, hier, wir versorgen ja gar nicht hellblau. Oh, stimmt, ja. Was machen wir denn da? Shit. Ja, irgendwie brauchen erstmal irgendwas. Das ist wirklich die hässlichste Verbindung ever. Der Autofahrer sieht das ja nicht von der Vogelperspektive. Der fährt da durch schöne kurvige Straße, ist doch nett. Und hier ist schon wieder noch ein neuer Grüner. Was soll denn das? Oh, drei Kreise. Ja, wir binden mal den ab. So, zack. Also ich will mich nicht... Grün und Petrol haben die Rollen gewechselt irgendwie in der Runde. Ja, ich will mich nicht rausreden, aber wir haben auch echt, guck hier, Kreis, auch mittelfristig ein... Ja, die gelben links unten sind natürlich völlig unbrauchbar. Ja, und eigentlich müsste ich ja... Oh, ganz kurz. Grün ganz im Norden nicht angebunden. Danke. Und eigentlich müsste ich ja... Ja. Leute. Ui, gelb ist ätzend. Ui, 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 ui. Diese Parade hier finde ich ja gar nicht gut. Das ist aber, glaube ich, eine gute Idee, die Autobahn für mehrere Kaufhäuser zu nutzen. Zumindest ist es eine kurzfristige Idee, ja. Rauf da. Rein da. Alle rein da.
Gelb ist auch angezählt. Scheiße. Abbinden. Hier rein. Beziehungsweise zack. Ja, hell, blau, viel zu weite Wege, viel zu weit. Und gelb immer noch nicht. Okay, dann gelb jetzt hier drauf. Komm. Ich habe gerade keine andere Wahl. Mhm. Viel zu lange Wege. Vielleicht kannst du gelb links oben noch anbinden. Gelb links oben. Wohin? Links, 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 genau. Einfach noch hoch. Wo fährt das dann hin? Ach so, dahin, ja. Ja, nach rechts. Grün. Ja, obwohl das hellblau stört. Okay, hellblau links wird ein Problem. Ja, wen können wir denn da noch reinmachen? Und ich glaube, du musst das gelbe Haus links oben wieder abbinden oder so, dass es keine viere Kreuzung entsteht. So nämlich. So. Ja, ich habe hier ein paar blaue dran. Mehr kriege ich nicht. Es sei denn, wir reißen irgendeine Autobahn ab, was ich auch gerade nicht sehe. Weißt du, was ich meine? Ja. Was soll ich tun? Ja, nee. Obwohl die beiden linken Grünen eigentlich okay sind. Vielleicht ist eher der rechte Grüne das Problem. Aber hellblau wird jetzt erstmal, glaube ich, echt nicht einfach lösbar. Also die vier, die da gerade auf dem Weg sind, vielleicht kaufen die noch ein bisschen Zeit, aber da kommt halt gar nichts nach bei hellblau gerade. Und das ist halt das Problem. Du kannst das eine, das noch an das Kreis hellblau angebunden ist, du meinst, anbinden. Ja, wir können alle mal performen. Wir könnten jetzt theoretisch, ne, wenn wir super, dann könnten wir hier das hier machen. Ja, das muss geopfert werden jetzt, Bauernopfer. Quasi alles abbinden. Irgendwie sowas. Dass der Kreis nichts mehr hat. Oh, 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 hellblau. Fahr. Oh, hellblau. Ui. Oh, da kommt nur einer. Da kommen nur zwei. Ah, das könnte reichen, oder? Oder? Hellblau. Nein, hellblau. Fahr. Da kommen einige. Oh, nein. What? Jetzt rein. Es geht. Da, doch, die kommen. Na, oh, hellblau. Ja, aber schöne Runde. 1300. Ich glaube, wir müssen erstmal wieder so ein bisschen auf unser altes Niveau kommen, Krane. Das ist eine Autobahn, verlernt man sehr, sehr schnell. Das war haarig. Autofahren ist nicht Fahrradfahren. Nee, überhaupt nicht. Wir wünschen euch eine fantastische Woche. Bleibt auf jeden Fall drin. Nicht zu schnell Autofahren und jetzt ganz viel Spaß mit Baba is You. Bis gleich. Fabian, wir sehen uns nach dem Wochenende. Dir wünsche ich ein ganz fantastisches Wochenende. Euch natürlich auch. Haut rein und macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.